Bevor wir das Reichstagsgebäude betreten, ein kurzer historischer Überblick. Bis 1884 stand das Palais Raschinski auf dem damaligen Königsplatz. Es musste dem geplanten Reichstagsgebäude weichen. Grundsteinlegung durch Kaiser Wilhelm I. im Juni 1884. Bauzeit 10 Jahre 1884 bis 1894. Februar 1933, Brand des Reichstagsgebäudes, Plenarsaal und Kuppel werden vollständig zerstört. Zustand ein Jahr nach Kriegsende. Wiederaufbau 1961 bis 1973. Renovierung in den 1990er Jahren. Hasta la vera. Proporcionada al codillo de Santo Tomás. Claro. Oye, no. Yo topo a mí, soy muy egoísta.